Wenn man die tatsächliche Größe eines Callouts oder Pfeils beurteilen will, muss man die Leinwandgröße auf 100% stellen. In der Regel ist die Leinwandgröße kleiner als 100%. Aus diesem Grund kann man die Größe eines Callouts nur schätzen. Wenn man zum Beispiel einen Pfeil auf die Leinwand zieht, sollte man die Leinwandgröße auf 100% stellen. Erst jetzt lässt sich die Größe des Pfeils richtig beurteilen. Wenn Sie mehr über Camtasia erfahren möchten, schauen Sie sich auch andere Tutorials von uns an.